Und damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu dem Finale von Shenmue 2. Ich bin es, euer Dempsey Mafix. Beim letzten Mal sind wir hier endlich in Shenmues Haus gekommen. Wir haben hier ein, zwei Flashbacks gesehen von ihr und ihrem Vater. Wir haben erfahren, dass sie in Wahrheit einen Ziehvater hat. Ihre echten Eltern sind gestorben. Wir haben erfahren, dass wir irgendeinen so Typen bei uns hatten, Fukusan, der wie unser Bruder war. Irgendwie nicht. Das war so ein seltsamer Typ. Und nun haben wir den Baum gesehen. Den Baum, der Shenmue heißt. Wie ich diese schöne Spiel jetzt sage. Was genau das bedeutet, wissen wir noch nicht. Aber wir haben endlich Baruminische erreicht. In diesem Part werden wir Shenmue 2 abschließen. Auch wenn wir unser grandes, episches Finale schon hier in Hongkong hatten, wird es jetzt nochmal einen kleinen, deftigen Abschluss geben. Yo, have a seat. Thanks. This was the best I could do. Looks really good. Help yourself to seconds. What's this meat? Rabbit. Huh? I set a trap in the mountain. Oh, really? Tasty, isn't it? Yeah, it is. Make yourself at home. You can use any space in this house. Thank you. Father has a small collection of things. Take a look, if you like. Yeah, I will. Schauen wir uns mal um. Wie lange wir schon her ist, dass wir neue Ziele hatten. Ansonsten war eigentlich immer Laufe mit Shenmue. Hier durch Gülin. Schauen wir uns mal um, was der hier für lustige Sachen hat. Oh. Haben wir einen coolen Schriftzeichen? A book, an inkstone, and a brush. Are these Shenfas? This book. Book on constellations. The Xingshu are explained. Xingshu? The stars that affect the fates of people. The Big Dipper is one of them. The Big Dipper? The North Star is said to be the god that deals with death. The harbinger of death. When the North Star flickers, something bad happens. Like last night. I was watching the Big Dipper when I got this bad feeling. Bad feeling? That's why I couldn't go to sleep and started singing. So that was why. Naja, da freuen wir uns, dass doch nichts Schlimmes passiert ist hier. Liebe Shenmue. So. Kann ich da hoch? Jo. Schauen wir uns mal hier um, was der hier für eine, wie sie es so betont, eine Sammlung hat ihr Vater. Ich muss jetzt gar nichts mehr sagen, ich kann mich nur noch an das finale Bild von Shenmue erinnern. Das ist wirklich das allerletzte Bild. Ansonsten kann ich eigentlich an nichts erinnern, was jetzt hier noch kommt. A flute. My father made it. He made it from a Shenmue branch when I was a baby. From a Shenmue branch? I always stopped crying whenever I heard its sound. My father told me. It was like a lullaby. Yes. An interesting sculpture. The mountains of Guilin made from stalactite. Stalactite? From a cave nearby? It was brought from the stone pit. Father likes to look at stones. Stones? He says he hears their voices, although I don't know what he means. Voices from the stone. Na,
Naja, was das für Stimmen sind, weiß ich jetzt auch nicht. Aber, na gut, wir hören alle Stimmen in unserem Kopf. Ich schreibe alle meine Stimmen in meinem schönen Büchlein auf. So, liebes Tagebuch, heute hat Shenmue mir was Neues gezeigt. Es war nicht wichtig, aber ich schreibe es trotzdem gerne auf. This is... What's wrong? It's the same. What is this drawing? My father told me this has been in our family since long, long ago, but he wouldn't tell me anything else about it. Yo, what is this mirror? I heard that it was given to my father. To your father? This Phantom Riverstone can only be found in Bailu Village. Phantom Riverstone? How did this mirror get to Japan? I don't know. My father might know something. Where is your father now? He's at the stone pit, gathering Phantom Riverstone. Where's the stone pit? Over on the other side of the mountain. He said he was going to finish something. It's been days since he left for the stone pit. Can you take me there? I'm going to bring him food tomorrow morning. Come with me. All right. Shinfa. Yo, good morning. Good morning. I'm preparing lunch right now. Can you wait a while? Thank you for waiting. Let's go see my father. Yeah. It's this way. Follow me. All right. Shenfa. Yes? What's the stone pit like? It's inside a cave. A cave? When you go inside the cave, there's a hall. I always bring lunch there. There's a larger hall further inside the cave. Further inside? Yes, but my father doesn't let me go there. I don't really know what that place is like. But I heard it's a stone pit for Phantom Riverstone. Phantom Riverstone? Yes, the same stone as your mirror. Yo, can I ask you something? What is it? It's about that Phoenix mirror. Yeah. On the diagram in my father's room, there was a design of a dragon as well. Yeah, my father had another mirror with a dragon on it. What happened to the mirror of the dragon? It was stolen by the man who killed my father, Lan Di. Killed? Oh, that's right. Your father was killed because of the mirror. Huh? Because of the mirror? A village legend says the ancient emperor had mirrors made from Phantom Riverstone. But the rulers fought for the mirror, trying to get its hidden power. And some even lost their lives because of it. I didn't know there was such a legend. I'm getting scared. Shenfa. I hope nothing evil happens. Whatever the case, we should go ask your father.
Let's hurry to the stone pit. Yes. Here is the path. Do you always come here? Yes. What is it? It's different. What is? There isn't a single bird. Huh? The migratory birds come here to rest. Usually the birds are here and they chat with each other. But why aren't they here today? Did something happen? I don't know, but... Shenfa? I sense something isn't right. Yo, let's hurry on our way. Right, let's go. Here. Take this. It's dark inside. The stone pit is further inside. Follow me. Yeah. Steingrube. Etwas stimmt nicht. Was ist hier los im Baloo Village? Was ist aus Shenwars Vater geworden? Und was weiß ihr Vater über die Spiegel? Der Phoenix und der Dragon Mirror. Here. I always bring him food here. Comes here when I call him. I'll go check the back. There's something wrong. He's always here. Where can he be? Well, there's a door beyond here. Further? This way. Alles ist leer, menschenleer. Okay, ist ja auch eine Höhle. Aber ihr seht, es wird immer seltsamer, immer mysteriöser, Mann. Und auf einmal befinden wir uns in einer Höhle. Und was versteckt sich hinter der Tür? This is it. The door's open. It's always been locked. What's beyond this door? I don't know. Father never let me inside.
Maybe he's in here. Let's go. This place. I didn't know there was a place like this in the cave. Yo. Mm-hmm. Look, there's a path. Let's go take a look. Ihr seht eine Höhle, die zu perfekt ist, damit sie eigentlich hier nur als Zufall ist. Was haben die Leute hier vom Baloo, also besonders hier Shenlos Vater, versteckt? Was so tief in einer Höhle ist. Shintar. Father's writing. Huh. Dear Shintar, my work is done. The phoenix entrusted to our people is now complete. The time of destiny has come. Shintar. Go with the one who holds the phoenix and find the proof. Yield yourself to the one and go together. I shall give you the family treasure, the Sword of Seven Stars. Think of the sword as a part of me and keep it with you. I shall always watch over you. The Sword of Seven Stars. The one who holds the phoenix, find the proof? What is the proof? I don't know, but there should be some clue here. Shenfa, let's look for it. Und ihr seht, es wird nun immer sekündlich seltsamer. Shenwas Vater hat uns ein Schwert hinterlassen. Er wusste, dass wir kommen. Der Mann mit dem Phönix. Der Mann mit dem Phönixspiegel. Was ist der Beweis? Was ist das, was er hier gesucht hat? Die Antwort. This is. The same design as the one on the sword. No. That's it. Yo.
Look, yo! What is that? Let's go. Yes. Ich hab's doch gesagt, man sieht kündlich, wird es abgefahrener. Eine Schwertscheide, wo nur Shenua das Schwert einfügen kann. Ansonsten Blitze einen treffen. Und dort, ihr habt gesehen, dort ist die Öffnung für den Phoenix Mirror. Für den Spiegel, den wir so lange bei uns tragen. Doch was ist sein Geheimnis? Was hat dieses Schwert auf sich? Und was haben die Leute von Baloo hier für uns geplant? What? Yo. Yeah. Phoenix and dragon. The same as the mirrors. My father was carving. From a distant land in the east, from across the sea, he shall appear. He does not know of the strength hidden within him. The strength that would destroy him, the strength that would fulfill his wishes. When he is ready, he shall seek me out, and we shall brave together the rocky path. I shall wait. This encounter has been my destiny since ancient times. A dragon shall emerge from the earth, and dark clouds shall obscure the heavens. A phoenix shall descend from above. Its wings will create a purple wind. In the midst of the pitch black night, a morning star shall glisten alone. What is that poem? It has been told in the village from long ago. The one who holds the phoenix.
Die Geschichte geht weiter. Zeit fürs Bett. Platin Achievement Nummer 3 hier im Let's Play Pack. Wow. Leute. Dieses Ende, Mann. Es ist einfach so krass. Also, bevor wir das Ende kommen, Mann, reden wir einfach mal, was Shenmue 2 ist. Shenmue 1 ist ein großartiges Spiel. Ich hatte kurzzeitig mal meine Top 20 Spiele aller Zeiten gewählt, wo ich so eine Liste gemacht habe. Weiß ich jetzt nicht, ob ich es nochmal reinsetze. Aber Shenmue 2 würde ich da noch, vielleicht nochmal reinsetzen, Mann. Dieses Spiel ist eine, die Musterformel, wie man Open World macht. Nicht Open World, wie es GTA macht, dass man Party macht und durch die Gegend findet, sondern wie eine Open World aussieht in all seiner Pracht, in all seiner Facettenreichheit, in all seinen Problemen. In allem, was eine freie Welt, in der die Umgebung wirklich lebendig ist, wirkt. Eine Welt, die von vorne bis hinten perfekt individuell designt ist. Und wir haben so viel Szenen verpasst. Wir waren zum Beispiel nicht bei Feng Meis Geburtstag, fällt mir gerade auf. Schade. Es ist ein einzigartiges Abenteuer gewesen mit so viel Magic Moments. Also wo Shenmue 1 wirklich so, irgendwie dann am Ende richtig angezogen hat, man gesehen und der 70-Man-Battle und dieser Biker-Jagd, wo ich tausendmal froh bin, dass ich beim ersten Mal geschafft habe, hat Shenmue 3 so viel Magic Moments, Mann. Also angefangen mit Hongkong, Mann, wo man merkt, okay, das ist nicht mehr so wie ein Dobita und ich weiß nicht, Dobita. Der Rest weiß ich leider nicht mehr, wie es heißt. Und man da nach Hongkong kommt, merkt, Alter, alles ist nur mal größer, man, alles sind krupp, böse. Ist es nicht so wie beim Dorf, wo ist Tom, der mir hilfreiche Tipps gibt, man. Es ist gefährlich, es ist übel. Und dann lernt man so viele Charaktere kennen. Diese ganzen Wudemeister, die einen immer so beibringen, Kampftechniken beibringen. Und natürlich dann Li Shatao, die einen sagt, es geht nicht immer darum, nach vorzuschreiben, was wir halt immer gemacht haben. Wir sind immer straight forward gegangen, wir haben alles niedergeschlagen, was gekommen ist. Ich muss meinen Vater nicht rächen, ich muss, ich habe keine Zeit, um mit einer Zombie zu schlafen, ich muss meinen Vater rächen. Und diese haben einem beigebracht, dass man, besonders halt, Shuyin, dass es eben nicht immer darum geht, alles zu besiegen, zu schlagen, sondern man ruhig gehen muss. In dieses typische Kung-Fu-mäßige. Der Weg der Rache ist nie der Weg, den man gehen sollte. Es ist, man muss innere Ruhe finden und dass man diese Wut ist. Und dann geht es erst richtig los, nachdem es so viele geile Moments gab in den ersten zwei Discs von Shenmue. Wie gesagt, alles mit Shuying ist verdammt cool, man. Die ist einfach so geil, weil die Shatao, man. Nicht mehr, weil sie hot ist, sondern auch, weil sie verdammte coole Martial Art Meisterin ist. Dann natürlich hier Ren, die man trifft mit dieser Verfolgungsjagd an. Und dann geht es ja erst richtig los, man, in Kaolu, man. Alles ist noch abfuckt, da ist es wirklich, Entschuldigung, sag mal, ist wurscht, aber da hier zum Ende können wir das sagen. Wirklich, alles ist düster, Straßenkämpfe, Gangs überall, man, zerbrochene Häuser, man, Leute irgendwie Gebäude runterschmeißen, man. Und dann wird alles nochmal eine Stufe düsterer. Und ganz am Ende battelt man sich da auch diesen verdammten, also, wie gesagt, so viele geile Moments, wo man dann mit Ren angekettet ist, wo man dann diesen, wo man das Gebäude, das Yellowhead-Gebäude nach oben kämpft, kämpft. Und dann am Ende diesen Showdown hat, der so episch ist, man, wo da einfach, man, der Antagonist, der Böse, der nur seine Anwesenheit einen schon in Furcht und Schrecken bringt, einfach mal da schaut, ja, ich bin Landi, ich könnte dich mit zwei Schlägen, könnte ich euch alle töten, aber ich gehe. Ich respektiere dich. Alles auf diesen Showdown ist und dann man merkt, diese ganzen Fähigkeiten, die man lernen kann, dass man die innere Ruhe hat, was wir von dem blinden Violinisten da gelernt haben. Und dann natürlich diese Technik von Shuying anwenden muss, um hier dieses Monster Donyu, was er mehrere Male vernichtend geschlagen hat, besiegen muss. So geil, Mann. Und dann nochmal dieser Epilog, nachdem Shenmue eigentlich zu Ende ist, alles es hatte, kommt dieser Moment, wo man diese seltsame Mädchen aus seinen Träumen trifft, was von Shenmue 1 in Shenmue 2 rangeteased worden ist. Ich habe das Opening einmal gezeigt, dass ich meine Glücksspieldinger hatte. The man of the from far east, he come to our land. Und der hat diese Kraft, das Gedicht, was auch am Shenmue 1 am Ende war. Ich kriege gerade Herzflattern, Mann. Wenn ich die Musik höre, dann kriege ich echt Herzflattern. Und dann geht man diesen komplett seltsamen Weg. 2 Stunden oder 3 Stunden wandert man da. Und wisst ihr, in 90% aller Spiele, wenn das jetzt so eine Viertelstunde Walk, denkt man sich, okay, gut, vorbei. Aber dann Shenmue kackt drauf, man. 3 Stunden, man wandert, man. Passiert nichts. 5 QTEs, man labert nur mit Shenmue. Und ganz am Ende wird es dann richtig spannend. So,
wir sind ein bisschen länger als die Credits an. Ich schwitze ja irgendwie, ist gute Nacht, Mann. Es ist halb neun und man langsam kommen. Mal auf mit dem Let's Play, bevor die Nachbarn kommen, weil wir hier so lumpen. Kommen wir zu kurz zum Kampfsystem, bevor wir wirklich zum Ende kommen. Kampfsystem ist besser als in Shenmue 1. Es ist sehr schade, dass es keine Plätze mehr gibt, wo man trainieren kann. Dafür gibt es aber deutlich mehr Encounters, was gut ist. Das Problem ist nur, es wäre natürlich geil, dass man ein bisschen mehr trainieren könnte. In Shenmue 3 gab es, also das habe ich jetzt schon in meiner Demo gesehen, einen Typen, mit dem man trainieren konnte. Das ist zum Beispiel geil. Weil, ihr habt ja oft gesehen, wir haben oft auf die Blonze bekommen, unsere Standardtechnik war, irgendwie habe ich meinen Roundhouse-Kick deaktiviert, das heißt, ich konnte eigentlich nur schlagen, schlagen, ausweichen, schlagen und dann diese coole Technik einsetzen. Die mir hier schön beigebracht hat. Hat halbwegs gut geklappt, war geil, aber Kampfsystem, ich bin kein Fan. Es ist mir echt wurscht, weil ich wie die Sorry waren. Es ist deutlich einfacher als Shenmue 1. Shenmue 1 hatte viele Sachen, die einen doch stören konnten. Zum Beispiel, dass man Shenmue 1, wie gesagt, nie die Zeit skippen konnte. Das bedeutet, man muss immer weitermachen in Shenmue 1. Also man muss einfach 100 Mal um den Block laufen, während man in Shenmue 2 Sachen skippen kann, was eine sehr, sehr gute Sache ist. Übrigens, wir schauen uns jetzt 20 Mal den Prolog an, damit ihr nochmal wisst, was gemeint ist. Und das war zum Beispiel eine verdammt geile Sache. Also wie gesagt, dass man Zeit skippen kann. Es gab auch sehr viele Events, wir haben nicht mal annähernd alle gemacht. Wie gesagt, ich fällt gerade, man hätte Fang Mays Geburtstag machen können. Schade. Oh, und. Es gab einige Sachen, wie gesagt, die wir nicht gemacht haben, aber auch etliche Sachen, die wirklich. Warte mal. Dieses Bild mal. Oh, achso, das ist meine Aufnahme. Stimmt, ich habe Fotos gemacht. Mit dieser R1-Taste. Das ist das Bessere. Ich will Lea. 21. September 2019, das ist aber schön. Ja, hier wie gesagt mit dem Woody, diese Szene mit dem Baum, die finde ich so geil, Mann. Dann natürlich das Büchertränk, Lisa Tau, dieses verdammte Glücksspiel. Dann, ja, mit den in Kalun, Landi und der Pfad, das Schwert. Also episch, Mann. Geheim? Was ist geheim? Nein, ich habe nichts Geheimes. Doch. Ach so, man hätte da Fotos machen sollen. Habe ich die auch schon im speziellen Grund? Mamao Temple. Alter 26. Sieht älter aus. Also, nicht böse gemeint. So, Sammlung können wir auch noch machen. Und ja. Also, wie gesagt, es ist deutlich einfacher als Shenmue 2, 1, einfach weil man halt viel mehr leichtere Sachen machen kann. Es ist generell einfach interessanter und. Oh. Das kann ich jetzt mal kämpfen, super will ich ja sehen. Es ist generell einfach so, dass man wie gesagt besser kämpfen kann, dass man auch schneller die Zeit skippen kann. Ich will das doch nicht. Ich habe seit 100 Jahren nicht mehr gekämpft, Mann. Und ja, der Soundtrack ist so episch, Mann. So großartig, Mann. Also ganz ehrlich, Mann, der Soundtrack von Shenmue ist wirklich das Beste überhaupt. Nein. Was passiert ist, komme ich jetzt wieder ins Menü, hoffentlich. Also, so der episch, Mann. Das Main-Film, so viele geile Stücke, Mann. Wie gesagt, dieser Showdown da gegen Don Yu. Boah, Leute, die Musik, Mann. Die Musik, Mann. Man kann das Spiel echt nur feiern, Mann. Und jetzt zum Ende. Ganz kurz, wir handeln es ab. Also, wir kommen in diese seltsame Höhle. Hab keine Ahnung, was los ist. Auf einmal, wo dieses Spiel zu 100% ganz normal war, kein einziges übernatürliches Element hatte, geht es auf einmal den Weg, dass es komplett übernatürlich wird. Diese Träume, okay, aber ansonsten nichts, nichts Übernatürliches. Und auf einmal gehen wir, haben ein seltsames Schwert, was nur Shenmue anfassen kann und aktivieren kann, der Phoenix Mirror eingesetzt wird und der riesige Phoenix und Dragon Mirror sind da und wurden die ganze Zeit von Shenmues Vaters geschliffen. Diese Legende ist über uns, die seit hunderten von Jahren hier in dem Dorf bei Lu über uns erzählt wird. Eine Kraft, die uns genau zerstören wird. Und ganz ernsthaft, wo führt dieses Spiel hin? Das ist ja das Geile, Mann. Auf einmal wurde alles übernatürlich und man weiß nicht, was los ist, Mann. Sind wir ein auserwählter Typ, sind wir ein Phönix und Landi ist natürlich dann der Drache? Verwandeln wir uns in einen Phönix? Es gab ja da viele Theorien, dass Shenmue, weil die ist ja im Endeffekt die Auserwählte, die ja alles aktivieren konnte, im Endeffekt zu einem Phönix wird oder zu einem gigantischen Drachen. Was passiert, Mann? Alter, Leute, das ist so. Oh, ich muss Shenmue 3 spielen. Und
So cool, Mann. Sie ist zumindest der Morgenstern, wir sind der Phönix und Landi ist natürlich der Drache, das ist ehrlich gesagt ziemlich deutlich, Mann. Und es gab ja dann auch einige Fake-Trailers zu Shenmue 3, es gab ja noch so Shenmue Online, was ja nie rausgekommen ist. Und es gab ja auch so einen epischen Fake-Trailer von Shenmue 3, der so komplett CGI gemacht ist, sodass Landi die beide Spiegel bekommt, Joy entführt und alles so in super 3D-Grafik animiert ist, alles ein Fake, aber sehr geil, Mann. Und Shenmue, die sich in einen gigantischen Drachen verwandelt, also, ich habe keine Ahnung, was es uns in Shenmue 3 erwartet, aber ganz ernsthaft, Leute, ich bin heiß drauf. Ich bin so heiß drauf, Mann, was uns hier noch erwartet, Mann. Wie geht dieses Abenteuer, was über 20 Jahre gedauert hat, damit es hier abgeschlossen wird, zu Ende? Ryus Reise, Shenmues Reise wird zu Ende gehen und wir werden die Rache für unseren Vater finden in Shenmue 3. Wir werden hoffentlich viele Freunde, Tom, Xingmei, wir werden erfahren, ob Landi wirklich Shuyins Bruder ist. Wir werden hoffentlich unsere Wudemeister treffen. Ren müssen wir treffen. Goro und natürlich vielleicht gestehen wir endlich unsere Liebe. Wer weiß, Leute. Das war zumindest Shenmue 2. Ein großartiges Spiel, Mann. Ich sage immer wieder, nachdem ich dieses Spiel vorbei hatte, zwei, drei Tage später, vielleicht eine Woche, wurde Shenmue 3 angekündigt. Ich weiß es noch wie heute. Und ich bin genauso heiß wie damals, Leute. Das zumindest war Let's Play Shenmue 2. Ich war's, bin es und werde es auch hoffentlich in Shenmue 3 sein. Euer Damsimafix. Bis dahin, auf Wiedersehen. Ciao.